und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. In diesem Part hier probiere ich auch mal mein Mikrofon aus. Ich habe es jetzt mal ein bisschen leiser gestellt, weil es war zu laut. Hatte ich auch selbst mitgekriegt. Habe ein bisschen probiert, leiser zu stellen und sagt mir einfach, ob das okay ist. Okay. Im letzten Part waren wir hier angekommen. Meine Batterieleistung ist gleich alle. Hoffen wir, dass sie diesen Part noch durchhält. Und wir sind hier in diesem riesigen Raum angekommen. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. So, sind Spinnen, alles Mögliche ist hier auch drin. Also erstmal steckt es. Irgendwie müssen wir den Kristallschalter erstmal machen. So. Hallo! Oh ne, Star Fox! Der Miniboss des Dungeons! Und man muss so. Und so wie er die Schwerter gerade hält. War nicht. Oh. Was? Ich hab's angeschlossen. Link. Hallo. Schatzkiste. Wir haben den Käfer, das komplett neue Item. Das ist zum allerersten Mal hier aufgetaucht. Und mit dem können wir sehr viel mehr anstellen. Ich habe das soeben gefundene Item analysiert. Seine insektenähnliche Gestalt ist, kann fliegen, ne? Wie Fernbedienung aus der Entfernung, um zu steuern. Und du kannst alles holen. Tschüss. So. Und. Hopp. Und ich mag das Item eigentlich. Hallo, ich hab nun Schock doch an. So. 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 Und jetzt können wir auch diese Spinne hier runterholen. Zack.
Und diese Dinger hier können wir ebenfalls verkaufen. Da ist nämlich was drin. Oh man, jetzt habe ich mir aber selber mal getäuscht, Mann. Spinner, aber egal. So, wo ist denn gleich das? Was wo? Du hast eine Fliege gewonnen. 10 zu 100%. Yeah! Das ist wahr. So. Ah, ist gar nicht wie anstrengend das ist, wenn man Let's Play und dazu dann noch ein Let's Play sich anguckt. Mal sehen, ob das hilft. Hey, das hilft! Geil. Ah. Wo ist... Wo? Wo bin ich? What the hell? Da irgendwo ein Herzteil ist. Oh nein. Herzteil. Hallo. Wo ist der denn? Warum erstmal gucken, wo er ist. Also nicht wundern, wenn ich hier irgendwie selbst Gespräche oder sowas führe. Ach, er ist da oben. Bei diesen. Oh. Genau, da ist sowas drin. Hä? Soll ich dich jemals da hochkriegen? Das ist eigentlich gar nicht, ja? Hm. Ich hole erstmal diese Kistenpunkte. Da stimmt wieder was für die Gegenteil. Ja. Sehr schön. Ein roter Rubin. Ja. Ich hole erstmal alle Kisten runter. Denn wir haben ja gesehen, dass da eine Fee auch drin war. Die brauchen wir für 100%. Bis eben nicht wie Majora's Mask, wo es in jedem Tempel so diese 16 Feen gab. Und man die auch sammeln musste. Hallo, Link? Und so ähnlich ist es hier. So. Jetzt stellt sich mir mal. Ah, da ist das Herzteil. So. Hm. Ja, gut. Aber wenn ich mich hier drauf stelle, dann bin ich ja höher. Dann dürfte es doch eigentlich kein Problem sein. Ja, da können wir nämlich rein. Aber das ausreicht. Natürlich. Natürlich reicht das aus. Auch gerade so. Und das öffnet uns den Weg zum Herzteil. Oh, wir haben ein Herzteil. Oh, wir haben ein Herzteil. Wir haben ein Herzteil. Wartet, ich lasse mal das Video weiter. So. Wir haben ein Herzteil. Wie lange nehmen wir schon auf? Okay. Das Herzteil. Ah. Link. Ganz ruhig. So, das ist das zweite schon. Das ist ein Herzteil. Sammle 4. Noch 2 weitere. Nur noch 2 fehlen uns. So, hier. Okay. Also wo kommen wir jetzt weiter? So, und hier sollt euch diese, ganz vorsichtig, und, oh nein, und zack, Kristallschalter, der öffnet die Tür.
brauchen einen kleinen Schlüssel und den sollten wir ja eigentlich drinnen finden können. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, Wasser. Einfach hier weiter. Mit Hilfe des Käfers können wir auch die Bernstein-Halbmonde kriegen, die bei mir nicht angezeigt werden. Warum auch immer. Denn da drinnen, in dieser Wurzel, ist auch ein Bernstein-Halbmond, aber wird bei mir nicht angezeigt. So. Oh, drei Augen. Ey. Verdächtiger Schatten. Oh Mann, das war's doch klar. Link! Oh, Link! Das nervt. Link, hör mal auf! Oh, Link! Stirb! Verdammt! So, jetzt können wir uns hier weiter gucken. So, wir müssen nämlich hier hoch. Und... Oh. Sollte ich runterholen? Ah, wir nehmen das mal mit. Boah, Herzen. Immer gut. Was ist da oben? Das will ich wissen. Ach, das Spinnennetz, das Gold drauf. Ach, da kann ich voll schlagen. Held. Welt erhält. Ah, da ist noch so eine Kiste. Die holen wir uns gleich mal. Ah! Die brauchen wir. Denn wir haben ja gesehen, dass die drei Augen, da gucken mich nämlich nur zwei an und die müssen uns ja alle angucken. Und da holen wir uns diese Kiste. Schieben die hier lang. Und zwar direkt in die Mitte. Kamera. So. Ah, jetzt dürfen wir mich doch schon eigentlich angucken. Sonst was? Kannst du mal drauf? Danke. Irgendwie nicht. Weil es nicht in der Mitte steht. Jetzt aber, oder? Hallo? Hallo? Jo. Ah! Alle mir folgen! So. Ja, wunderbar! Und jetzt... Marco. Ein kleiner Schlüssel. Wundervoll. So. Mal gucken, sind hier noch Deko-Kerne? Deko-Kerne? Hallo. Oh gut, nehm ich auch. So, das habe ich gesucht. So, und jetzt mal zurück. So. Da oben ist auch noch was. Ja. Käfer, komm mal her. So. Boah, Hilfe. Ganz unbemerkt. Und der Wasserspiegel steigt. Wir können
da jetzt hoch. Anders können wir auch nicht raus. So. Kann ich die Spinne jetzt eigentlich ignorieren? Jetzt so. Bäume sind im Weg. So, hier durch. Und wir sind wieder bei der Tür. Mit dem Schlüssel können wir die Tür da drüben auch aufmachen. Und so. Erstmal Käfer und dann. Die sind nervig. Also los. So. Und wieder ganz vorsichtig. So, was haben wir hier? Hat klar wieder zu. Das. Alle drei Köpfe auf einmal zerstören, sonst wachsen die nach. Ich hab doch angeschlossen. Hallo. Hallo. Aua. Hallo. Link. Das kann auch lustig werden hier. So. Perfekt. So, und hier ist... So. Was fehlt er denn jetzt? Hier, bitte schön. Ey! Link! Läuft er einfach in Abgrund? Ach, aber jetzt lässt er sich wieder bewegen, oder was? Na? Warte mal. Warte mal. So. Oh. Link, auf! Nein! Nein! Oh. Es ist der Horror! Ey! Link! Jetzt spinnt alles rum. Jetzt spinnt alles rum. So. Und jetzt haben wir hier eine Abkürzung. So. Na gut. Hey! Komm her! Ist schon das Herz. Jetzt kommt er hierher! Zack! So, dann kann der nämlich keine anderen mehr holen.
Ja. Komm. Danke. Mal gucken. Die Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Und das ist ein ganz seltsamer Schlüssel. Es gibt nicht mehr Masterschlüssel, sondern diese Puzzle-Schlüssel. Aber das werden wir sehen. Erstmal hier. So. Ich speichere hier erstmal. Und jetzt mal gucken. So. Erstmal hier hoch. Hepsa. Link? War ja klar, dass er wieder rumnervt. So, und jetzt müssen wir hier das losmachen. Und dann... Wo wollen wir denn hin? Die Musik ist richtig mysteriös eigentlich. Das war knapp. Oh. Käfer macht das. Brauchen keine Deko-Kerne mehr. Wir sind overpowered. Wir haben den Käfer. So. Link! Nicht geschafft. Hopp. Dankeschön. So, da drüben ist so eine weiße Schatzkiste. Oh, danke. Du bist brav. Oh, danke. So, und hier hoch. Wir haben ihn. Und das ist der Schlüssel, mit dem wir eigentlich jetzt schon zum Boss können. Im nächsten Part machen wir dann auch den Boss des Tempels, wenn Link will. Link ist auf jeden Fall durchgedreht. Was nun schon? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ihr seht schon, dieses Nunchuck macht mir zu schaffen. Ich habe Angst vor dem Boss. Wo bin ich denn jetzt? Ah, jetzt muss ich hier irgendwo. Da ist nämlich der Boss. In dieser großen Tür, er hätte es vermutet. Auf einem Seil, die ist schön. So, und diesen Schlüssel müssen wir jetzt dann nur richtig einfügen. Richtig rum und jo, wie ein Puzzle. Aber das machen wir im nächsten Part. Also, gut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Da werden wir diesen Tempel endlich beenden und auf den Boss treffen. Und das kann ja lustig werden mit meinem Nunchuck. Oh Mann, kann das lustig werden. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein. Daumen hoch, wenn es gefallen hat.
Meinung in die Kommentare. Bis zum